Herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Thema Hass im Netz mit Kanzleramtsministerin Edtstadler, Justizministerin Sadic, Frauenministerin Raab und Klubobfrau Maurer. Und es beginnt die Kanzleramtsministerin Edtstadler. Bitte sehr. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gewalt, Hass, Beleidigung lassen sich nicht auf Knopfdruck abstellen. Gewalt, Hass, Beleidigungen im virtuellen Raum sind noch schwerer greifbar und schwerer verfolgbar. Sie verbreiten sich aber rascher und sie sind dauerhaft dort, denn Sie wissen, das Internet vergisst nichts. Hass und Hetze bedrohen die Meinungsäußerungsfreiheit und damit einen Grundwert in unserer demokratischen Gesellschaft. Was braucht es daher? Es braucht eine gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung und einen Schulterschluss. Und es braucht ein breites Bündel an Maßnahmen, um diesen Bedrohungen entgegenzuwirken. Und ich freue mich daher sehr, dass es gelungen ist, eine gemeinsame, starke Initiative auf die Beine zu stellen mit dem Bundeskanzleramt und der Justizministerin, um hier eine Initiative gemeinsam gegen Hass zu starten. Es geht um unsere Art der Kommunikation und die spielt sich in Zeiten wie diesen sehr viel auch in den sozialen Netzwerken ab. Das hat Vorteile und diese Vorteile haben sich gerade in der Krise gezeigt, dass wir froh waren, auf diesem Weg digital auch miteinander kommunizieren zu können. Es hat aber auch Nachteile und dieser Nachteil heißt Hass und Hetze im Netz. Das Internet soll verbinden und nicht spalten. Ein Drittel aller Frauen hat bereits Hass im Netz erfahren und bei den Jugendlichen ist der Anteil noch sehr viel höher. Und Sie sehen heute Politikerinnen, die vor Ihnen stehen, die diesen Hass, Diffamierungen, Beleidigungen auch schon am eigenen Leib verspürt haben. Deshalb stehen wir heute hier da, um für alle eine Initiative, eine gemeinsame Initiative gegen Hass im Netz zu starten, um für eine liberale Gesellschaft, eine Gesellschaft zu kämpfen, in der die Meinungsäußerungsfreiheit gelebt wird, ohne dass deren Recht ausgenutzt wird und es in Hass abgleitet. Es war mir persönlich schon ein großes Anliegen, als ich die Taskforce Strafrecht geleitet habe. Es ist ein wesentlicher Punkt im Regierungsprogramm an vielen Stellen und es braucht eben ein breites Bündel an Maßnahmen, um dagegen anzukämpfen. In meiner Zuständigkeit im Bundeskanzleramt werde ich den Fokus vor allem auf die Plattformverantwortlichkeiten legen, auf das Medienrecht. Wir reden von Hass, der sich vor allem in den sozialen Medien abspielt und ich höre die Kritiker schon rufen, hier geht es um Zensur. Ganz im Gegenteil, sehr geehrte Damen und Herren, es geht darum, die Meinungsäußerungsfreiheit, ein Grundrecht in unserer demokratischen Gesellschaft zu wahren. Es geht darum, dass im Artikel 10 Europäische Menschenrechtskonvention zugrunde gelegte Menschenrecht auch tatsächlich vor Missbrauch zu schützen. Denn jedes Grundrecht endet dort, wo andere Grundrechte verletzt werden. Wir wollen die Plattformen in die Pflicht nehmen. Wir wollen die Rahmenbedingungen vorgeben, damit eben die Meinungsfreiheit geschützt ist vor Hass im Netz. Rechtswidrige Inhalte müssen rasch gelöscht werden. Und das passiert gegenwärtig nicht zufriedenstellend. Wir werden nicht akzeptieren, dass Plattformen Milliardengewinne machen, aber dann, wenn es darum geht, erreichbar zu sein, um Dinge zu löschen, nicht erreichbar sind. Und wir werden die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzlich auch vorgeben. Es geht darum, dass es eine grenzüberschreitende Herausforderung ist. Und daher begrüße ich als Europaministerin auch die Initiative der Europäischen Kommission, hier den Digital Service Act voranzutreiben. Sie wissen aber auch alle, dass es sehr lange Zeit in Anspruch nimmt, bis so eine europäische Initiative auch tatsächlich in allen Mitgliedstaaten umgesetzt ist. Daher wollen wir Europa voranbringen, indem wir in Österreich vorangehen. Es sollte leicht und ständig erreichbare Meldemöglichkeiten für Nutzer geben. Es sollte rasche Lösungen geben. Es sollte auch schon vor einer strafrechtlichen Verfolgung die Möglichkeit geben, hier klar Verantwortliche zu erreichen und eine Löschung herbeizuführen. Eine umfassende Digitalisierung braucht auch umfassende und klare Regelungen. Daher werden wir im Bereich der Plattformverantwortlichkeiten noch im Juli einen Gesetzesentwurf einbringen, in Begutachtung schicken. Und ich möchte schon an dieser Stelle mich bei meinen Regierungskolleginnen ganz herzlich für diese gemeinsame Initiative bedanken und auch bei allen Expertinnen und Experten in den Ministerien.
Wir müssen der Übermacht der Internetgiganten und dieser Plattformen jetzt entgegentreten und das wollen wir gemeinsam tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Justizministerin. Bitte schön. Vielen Dank, geschätzte Damen und Herren. Das Internet und die sozialen Medien haben unsere Kommunikation verändert. Und ja, sie bringen viele Vorteile, aber sie stellen uns auch vor besondere Herausforderungen. Gerade Hass und Gewalt im Netz ist ein Phänomen, das wir nicht dulden dürfen. Und ich freue mich, dass wir hier gemeinsam hier stehen und auch wirklich mit einem großen Maßnahmenpaket den Kampf, dem Hass und der Gewalt im Netz, den Kampf anzusagen. Gewalt und Hass im Netz ist kein Kavaliersdelikt. Es muss klar werden, dass diese Taten auch online strafbar sind. Denn das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Und die Ministerin Edtstadler hat es auch schon erwähnt, es geht auch darum, die Meinungsfreiheit zu schützen. Ich habe in den letzten Monaten und Jahren immer wieder beobachtet, wie sich junge Frauen zurückziehen aus dem Netz, wie sich Menschen mit Migrationshintergrund, einer anderen Hautfarbe oder auch einem fremdklingenden Namen aus dem Netz zurückziehen, weil sie sagen, ich tue mir das nicht mehr an, weil sie dieser Hetze und diesem Hass einfach nicht mehr standhalten können. Und jetzt gilt es auch, ihre Meinungsfreiheit zu schützen und Maßnahmen zu setzen, damit auch sie nicht mundtot gemacht werden, sondern das Netz zur freien Meinungsäußerung auch nutzen können. Wir erleben derzeit gerade nach und während Corona leider erneut eine Welle an Hass und Hetze im Netz. Die SARA-Beratungsstelle vermeldet alleine im Juni diesen Jahres 340 Meldungen. Und im Zeitraum März bis Juni 2020 waren es 1.141 Vorfälle, die gemeldet wurden. Und wir wissen aus Erfahrung, dass ungefähr die Hälfte davon auch strafrechtlich relevant sein kann. Deswegen werde ich auch in meinem Zuständigkeitsbereich gerade im Strafrecht, aber auch im Zivilrecht Maßnahmen setzen, die eines zum Ziel haben, nämlich den betroffenen Personen möglichst rasch und möglichst kostengünstig zu ihrem Recht zu verschaffen. Was werden wir konkret tun? Es gibt bereits im Strafrecht viele bestehende Strafrechtsnormen, die wir aber jetzt so anpassen wollen, dass sie auch diese neue Form an Gewalt angewendet werden können. Sprich beispielsweise Cybermobbing. Es muss ausreichend sein, wenn beleidigendes Fotomaterial beispielsweise oder beleidigende Tatsachen nur einmal hochgeladen werden. Auch das soll bereits einmalig sofort strafbar sein. Auch Verhetzung, auch der Verhetzungsparagraf soll so angepasst werden, dass er auch für Hass und Gewalt im Netz anwendbar ist. Es soll kostengünstiger werden. Wir wissen, dass Privatanklagedelikte, gerade jetzt Beleidigung oder üble Nachrede, dass viele Personen es scheuen, vor Gericht zu gehen, weil sie wissen, dass sie auf den Kosten im schlimmsten Fall sitzen bleiben werden. Das führt dazu, dass viele Personen diese Beleidigungen und die üble Nachrede einfach hinnehmen und sich nicht dagegen zur Wehr setzen. Deswegen gibt es auch das Bestreben, dass wir gerade für diese Taten, wenn sie eine bestimmte Schwelle erreichen, nämlich wenn sie die Dimension im Netz erreichen, auch eine Ermittlungspflicht einführen, sodass das Ausforschen bei Gericht, Ausforschen der Täterinnen und Täter bei Gericht beantragt werden kann. Ebenso sollen Kosten in diesem Fall gesenkt werden. Aber auch die gesamte Ermittlungsarbeit im Netz stößt immer wieder auf besondere Herausforderungen, sei es jetzt bei der Kriminalpolizei oder bei der Staatsanwaltschaft. Deswegen wollen wir bei der Staatsanwaltschaft insbesondere bestimmte Kompetenzzentren bzw. Gruppen einrichten, die sich im Speziellen für die Kriminalität im Netz, für Hass und Hetze im Netz einsetzen und die auch bestimmt besonders ausgerüstet und geschult für diese spezielle Form von Hass und Gewalt im Netz sind. Die Lösung liegt aber nicht allein im Strafrecht. Auch im Zivilrecht gibt es ein paar Sachen, wo wir nachschärfen können, gerade im Bereich des Persönlichkeitsschutzes. Auch hier werden wir evaluieren, wie wir die Verjährungsfristen verlängern können und
ob es zu Erhöhungen von Entschädigungsleistungen kommen soll im konkreten Fall. Aber auch Unterlassungs- und Löschungsansprüche sollen konkretisiert werden und vereinfacht werden. Was bedeutet das? Derzeit ist es sehr schwierig und sehr komplex, Unterlassungen und Löschungsansprüche bei Gericht geltend zu machen. Wir entwickeln derzeit ein Formular für die Homepage, wo es wesentlich vereinfacht werden soll, für diese konkreten Fälle Löschungsansprüche und Unterlassungsansprüche geltend zu machen. Ich freue mich, dass wir diese gemeinsame Initiative starten und auch wir planen, im Sommer unseren ersten Entwurf vorzulegen. Und ich freue mich, dass wir auch mit der heutigen Initiative gemeinsam auch eine Taskforce ins Leben rufen, weil, wie Sie sehen, viele dieser Maßnahmen betreffen ja unterschiedliche Bereiche und daher braucht es einen Schulterschluss und auch eine gemeinsame Initiative. Daher starten wir auch mit einer Taskforce, die ministeriell übergreifend auch agieren soll, damit wir wirklich auch alle Bereiche abdecken können. Vielen Dank. Dankeschön. Die Frauenministerin, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, Gewalt gegen Frauen und Mädchen kennt viele Formen und Facetten, aber sie alle haben eines gemeinsam, nämlich dass sie alle herabwürdigen, dass sie demütigen, dass sie einschüchtern, dass sie verängstigen und verletzen. Und mit der verstärkten Nutzung auch natürlich der sozialen Medien und des Internets in den letzten Jahren haben sich auch die Fälle von Hass im Netz und von Online-Gewalt verstärkt und eine ganz neue Dimension erreicht. Hass und gewalttätige Übergriffe im Netz können dabei jede und jeden Einzelnen von uns treffen. Sie kommen wie ein Blitz aus dem Nichts und treffen einen total unvorbereitet. Diese Erfahrungen haben vermutlich viele von uns schon machen müssen. Täterinnen und Täterfälle sind der scheinbaren Anonymität des Internets dabei leicht, andere zu beleidigen, bloßzustellen, zu belästigen oder zu bedrohen. Und Betroffene sind hier vor allem Mädchen und Frauen. Das zeigen auch die Studien sehr deutlich. Unsere jüngsten Zahlen ergeben, dass rund ein Drittel von 1000 befragten Frauen und Mädchen innerhalb eines Jahres zumindest einmal Hass im Netz erlebt haben. Und noch schockierender ist, dass man sieht, welche große Jugendthematik es ist. Denn bei Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren sind es sogar fast 2/3 der Befragten, die eben schon Opfer von Hass im Netz geworden sind. Junge Mädchen erleben 3-mal häufiger Hass im Netz und Online-Gewalt als auch gleichaltrige Burschen. Das zeigt immer auch, wie stark hier die Frauenperspektive auch in dieses Thema eingebracht werden muss. Fast 1/4 der erfahrenen Gewalt sind dabei Beschimpfungen und Beleidigungen, rund 10% der Befragten haben auch sexuell anzügliche Mitteilungen bekommen und jede 10. Betroffene wird körperliche Gewalt oder sogar Vergewaltigung angedroht. Und auch die Online-Erpressungen sind mittlerweile traurigerweise weit verbreitet. Auch wenn die widerlichen Übergriffe vorwiegend virtuell stattfinden, Hass im Netz ist reale Gewalt an Frauen. Besonders belastend, und das merke ich auch in vielen Gesprächen mit den Betroffenen, ist es, dass man sich den Angriffen nur schwer entziehen kann, dass sie einfach rund um die Uhr passieren können, dass sie nicht auf einen konkreten Ort beschränkt sind, den man womöglich meiden kann, dass sie nicht nur auf die Schule oder den Arbeitsplatz beschränkt sind, sondern eben rund um die Uhr, immer wenn man aufs Handy schaut, kann es einen treffen. Die Betroffenen haben unter anderem mit psychischen, mit emotionalen, mit psychosomatischen Folgen zu kämpfen. Das Selbstbewusstsein und der Selbstwert leidet sehr stark und es kommt vielfach auch zu Unruhe und Angstzuständen, die sogar bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung gehen. Für die Entwicklung, insbesondere wenn man im jugendlichen Alter ist, für junge Mädchen und auch junge Burschen, kann das natürlich schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Wie die Verwendung von sozialen Medien sind für viele junge Menschen, Mädchen wie auch Burschen, Beschimpfungen, Herabwürdigungen, Drohungen und Hass Teil ihres täglichen Lebens, sei es aufgrund von Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung oder auch der Herkunft. Online-Mobbing und Hass im Netz schaden dem Selbstwertgefühl und führen dazu, dass sich die Betroffenen sehr stark in ihre eigene Lebenswelt zurückziehen. Und nicht nur die Jugendlichen leiden besonders darunter, sondern auch die Eltern, weil das natürlich für viele Eltern ganz schwierig ist und für viele Eltern ganz schrecklich ist zu sehen, wie die Kinder leiden und auch die Hilflosigkeit, der man dann gegenübersteht, wenn man gegen Hass im Netz vielfach nichts machen kann.
Abschließend möchte ich noch auf eine ganz besonders perfide Form der sexualisierten Gewalt eingehen, ein Trend, der sich auch immer mehr im Jugendbereich traurigerweise etabliert, nämlich das sogenannte Upskirting. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wenn Frauen und Mädchen in der U-Bahn, auf Rolltreppen, auf dem Schulhof, in der Disco, bei Konzerten heimlich in den Ausschnitt oder unter den Rock fotografiert oder gefilmt werden. Wie gesagt, ein Trend, der im Steigen inbegriffen ist. Deshalb hat auch der Deutsche Bundestag einen Beschluss gefasst, um diese Verletzung der Selbstbestimmung und der sexuellen Integrität von Frauen und Mädchen in Deutschland zu verbieten. Und ich danke meinen Ministerkolleginnen für die starke Stimme, die wir hier heute gegen Hass im Netz, auch bei Frauen und Mädchen und auch gegen das Upskirting erheben. Wir müssen uns alle gemeinsam dagegen stellen, dass Menschen im vermeintlich anonymen Raum des Internets herabgewürdigt, beschimpft, gemobbt oder gar bedroht werden, denn im 21. Jahrhundert ist es höchst an der Zeit, Hass und Gewalt im Netz endlich genauso zu betrachten und genauso zu bestrafen wie Hass und Gewalt in der realen Welt. Danke sehr. Die Klubobfrau der Grünen, Frau Maurer, bitteschön. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich stehe bei dieser Pressekonferenz jetzt wohl zur Hälfte als grüne Klubobfrau im Parlament und zur Hälfte als Aktivistin gegen Hass im Netz. Wie Sie vielleicht wissen, beschäftigt mich dieses Thema seit Beginn meiner politischen Karriere, seit mehr als 10 Jahren, und nämlich leider im negativen Sinn, logischerweise. Und das hatte seinen Negativhöhepunkt vor mittlerweile 2 Jahren, das ist jetzt schon wieder 2 Jahre her, da bin ich an einem Bierlokal im 8. Bezirk vorbeigegangen und habe danach ganz schwere Hassnachrichten bekommen. Die Ankündigung einer Vergewaltigung konnte man hier lesen oder musste man zumindest verstehen. Alles unter Klarnamen, nichts anonym. Wie die Geschichte weiterging, wissen Sie vielleicht. Ich konnte gegen diese Nachrichten nichts tun, habe aber beschlossen, mich trotzdem dagegen zu wehren und habe sie veröffentlicht und habe einfach einen Screenshot gemacht und den auf Facebook und Twitter gestellt und halt gesagt, so geht dieser Lokalbesitzer mit Frauen, die an seinem Lokal vorbeigehen, um. Ich finde, das sollte die Stadt wissen und die Leute, die dort vielleicht ein Bier kaufen wollen. Und das, was dann passiert ist, ist eine Absurdität, die aber verheerend ist. Ich konnte nicht klagen, aber ich wurde verklagt. Und ich wurde nicht nur verklagt, sondern ich wurde sogar verurteilt in erster Instanz. Das war im Herbst vorletzten Jahres. Der nächste Prozesstermin ist am 11. September, also das zieht sich auch schon sehr lange hin. Dieser Vorfall zeigt sehr gut, wie wichtig und notwendig es ist, dass wir Instrumente entwickeln und verbessern, dass sich betroffene Frauen gegen Hass im Netz wehren können. Ich war in einer extrem privilegierten Situation, ich habe eine große Öffentlichkeit, ich habe eine sehr gute Anwältin, ich kann mich vergleichsweise leicht wehren. Die allermeisten Betroffenen von Hass im Netz haben diese Möglichkeiten nicht und dementsprechend war es mir immer ein extrem wichtiges, großes Anliegen, für die breite Gruppe an Betroffenen was zu tun. Wie Sie sich vielleicht auch noch erinnern können, ich habe dann einen Rechtshilfefonds ins Leben gerufen bei Zara, wo 166.000 Euro innerhalb kürzester Zeit zusammengekommen sind. Da haben über 3.000 Menschen gespendet, um eben genau bei den Kosten der Rechtserreichung, wenn man überhaupt klagen kann, zu unterstützen. Und es freut mich daher sehr, dass es nun in dieser Regierung gelingt und mit diesem großen Paket einen wichtigen Schritt in diese Richtung zu machen. Die Hater im Internet haben vor allem ein Ziel, nämlich die Frauen und andere Betroffene zu verdrängen. Sie wollen erreichen, dass die nichts mehr schreiben im Internet. Sie wollen erreichen, dass sie ihre Accounts auf privat stellen, dass sie nicht mehr in der Öffentlichkeit vorhanden sind. Und Ayman Sadic hat es bereits gesagt, es gibt sehr viele Frauen, im Übrigen auch sehr prominente Frauen, die sich aus den sozialen Netzwerken bereits zurückgezogen haben, weil sie sagen, sie halten das nicht mehr aus. Und neben den ganzen rechtlichen Aspekten, die wir hier tun können und müssen und alles, was wir an Beratung machen können, finde ich einen weiteren Aspekt sehr, sehr wichtig, nämlich jenen der Zivilcourage. Und wir versuchen die Gesetze zu machen, die Ministerinnen auf ihrer Seite mit Regierungsvorlagen, wir im Parlament. Und auch hier möchte ich sagen,
Es gibt in dieser Frage zum Glück einen breiten Konsens über alle Parlamentsparteien. Ich habe gerade gestern mit Pamela Rendi-Wagner auch über die unsägliche Karikatur in den oberösterreichischen Nachrichten über sie gesprochen. Es gibt hier einen breiten Konsens auch auf parlamentarischer Ebene zwischen den verschiedenen Fraktionen, dass hier was geschehen muss. Aber ein weiterer Aspekt, wir können nicht alles mit strafrechtlichen und zivilrechtlichen Maßnahmen regeln. Es geht auch darum, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger aktiv uns einmischen, wenn wir Hass im Netz beobachten. Das bedeutet, die Betroffenen fragen, ob sie Unterstützung brauchen und welche Form der Unterstützung sie gerne hätten. Das bedeutet, sich auch aktiv einzumischen, wenn man das beobachtet. Es ist illusorisch, dass die organisierten Mobs, die es gibt im Internet, dass man die mit Gegenpostings bewältigen kann. Aber es ist oft so, dass auf Facebook-Seiten, wo große Hasstiraden sind, es schon einen Unterschied macht, ob man drunter schreibt, ich bin damit nicht einverstanden und ich finde das nicht in Ordnung, weil es andere Leute lesen und sich denken, ah, okay, ich bin nicht alleine hier, es gibt andere Leute, die sehen das auch so. Und Zivilcourage ist auch in diesem Bereich ein wichtiger Punkt. Ich habe nach dieser Episode, also schon immer, aber natürlich nach dieser Geschichte mit dem Bierwirt, sehr, sehr viele tausende Nachrichten bekommen von betroffenen Frauen, von Eltern, von Vätern, die extrem besorgt sind, die ihre Töchter nicht ins Internet lassen wollen, weil sie sagen, sie haben Angst, dass sie dann mit Hass konfrontiert sind. Und so schrecklich diese Geschichte war, hat sie, glaube ich, vor allem zu einer sehr großen Awareness beigetragen und auch das Thema noch einmal zentraler positioniert. Und neben dem Appell, sich einzumischen, ist auch der Appell, vor allem an die Betroffenen, sich nicht zu schämen dafür, was passiert, sich an die Beratungsstellen zu wenden, zu artikulieren gegenüber Freundinnen, gegenüber dem Chef, was passiert. Sie sind nicht allein, ihr seid nicht allein. Es betrifft viele und wenn wir alle gemeinsam couragiert dagegen kämpfen, dann wird es uns gelingen, den Hass im Netz auch einzudämmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Laden Sie ein, Fragen zu stellen. Als erster gemeldet, Zeit im Bild, der Herr Jentsch, bitte. Eine Frage an die Frau Sadisch und an die Frau Edtstadler. Upskirting haben wir gerade gehört. Ist das jetzt Teil des Paketes? Ich habe es zumindest nicht gehört, ob das verboten wird, so ähnlich wie in Deutschland. Und an die Frau Edtstadler vielleicht, die Klarnamenpflicht, heißt das, das kommt jetzt? Ja, wir werden Upskirting ähnlich wie in Deutschland verbieten. Es ist uns ganz wichtig, dass diese Verletzung der körperlichen Integrität von Frauen und Mädchen, wenn da ohne des Wissens von Frauen und Mädchen Fotos gemacht werden, wenn unter den Rock fotografiert wird, wenn der Ausschnitt fotografiert wird und wo es jetzt keine rechtliche Handhabe gibt, dass all diese Taten, diese Verletzungen der persönlichen körperlichen Integrität stattfinden, dass wir hier dagegen ganz klar ankämpfen, auch rechtlich. Zum Ersten möchte ich ausführen, dass ich die Bemühungen und jetzt auch die Initiative der Justizministerin hier vereinfacht, eine Durchsetzung zu erreichen, sehr begrüße. Darf aber auch dazu sagen, dass es ja schon vorgelagert ein Problem ist und das Problem lautet dahingehend, man möchte ganz rasch, und ich sage es auch ganz bewusst, möglichst innerhalb von weniger Stunden eine Löschung von diffamierenden, rechtswidrigen, blamierenden, hasserfüllten Worten, Beschimpfungen sozusagen erreichen. Und das ist das, worum es uns geht, worum es auch mir geht bei der Plattformverantwortlichkeit, dass man hier bei Plattformen auch tatsächlich wen erreicht, dass die nicht nur Milliardengewinne machen, sondern auch erreichbar sind. Und wir haben es auch gehört von Sigi Maurer, es ist nicht immer die Frage, dass man gar nicht weiß, wer dahinter steckt, sondern die Frage, wie bekommt man es aus dem Netz raus? Das heißt, Klarnamenpflicht wäre nur ein Teil der Lösung, wenn überhaupt. Viele machen es eh ganz offen. Das wirkliche Problem ist, dass man niemanden erreicht und das einfach nicht rausgelöscht werden kann. Und wenn das schnell geht, dann hilft man doppelt, weil dann auch die Verbreitung und die ganzen Implikationen, die das auf die jungen Menschen, die ja sehr oft eben betroffen sind, hat, vielleicht auch zurücknehmen kann, vorwegnehmen kann und die gar nicht entstehen. Also wer doppelt hilft, doppelt schnell löscht, der erreicht auch weniger Implikationen. Noch einmal, viele machen es unter klaren Namen, da weiß man auch, wer dahinter steckt. Ich persönlich sage einmal, wenn wir es erreichen wollen, dass das, was in der realen Welt strafbar ist, auch in der digitalen Welt verboten ist, dann muss man natürlich auch wissen, wer dahinter steckt. Und ich habe immer gesagt, wenn jemand Beschimpfungen im Internet macht, in der vermeintlich virtuellen Welt, die anonym ist, dann sollte er auch gezwungen sein, zumindest zu hinterlegen, wer er ist, damit man auch die entsprechenden Schlüsse, Ableitungen, strafrechtlichen und sonstigen Konsequenzen daraus ziehen kann. Vielleicht nur zwei Punkte dazu. Upskirting ist tatsächlich auch ein
Thema gewesen in der Arbeitsgruppe, die wir im Justizministerium einberufen haben. Es geht da um den Bildnisschutz, also um Schutz des Bildes der eigenen Person. Und jetzt auch, wenn man den Kopf nicht sieht, aber bestimmte Geschlechtsteile sieht, ist das natürlich auch unter Strafe zu stellen. Das, was die Ministerin Edtstadler gesagt hat, kann ich nur bestätigen. Auch wir haben in der Staatsanwaltschaft Probleme, jemanden bei Facebook zu erreichen. Das stellt sich immer wieder, gerade bei staatsanwaltschaftlichen Anordnungen. Und das ist etwas, wo wir auch mit dem Innenministerium dran sind, gerade in der Ermittlungsarbeit diese Zusammenarbeit zu verstärken. Und ich begrüße auch diese vorgelagerte Prüfung bereits und die Inpflichtnahme der Plattformen, weil tatsächlich, die können nicht Milliardengewinne machen und sich dann bei Hass und Gewalt im Netz, bei Verhetzung oder Mordandrohungen gar nicht melden. Austria Presseagentur, Herr Haslach. Ja, ich habe noch zur Klarheit eine Frage an die Frau Saric wegen dem Upskirting sozusagen. Wird da das Anfertigen der Aufnahmen verboten oder soll es nur strafbar sein, wenn die Aufnahmen auch veröffentlicht werden? Weil, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, es gibt ja immer noch keine Strafbarkeit für das Anfertigen heimlicher Nacktaufnahmen. Ist da auch eine Änderung geplant? Also es ist tatsächlich eine sehr strittige Rechtsfrage und genau über diese Frage hat man sich in der Arbeitsgruppe auch den Kopf zerbrochen. Wir werden auch sehr bald im Einvernehmen einen Entwurf vorlegen, aber da bitte ich Sie noch abzuwarten. Die Rechtsfrage ist in Klärung. Bleiben wir vorerst da drüben. Von ATV der Herr Kimmeswenger, bitte. Ich wollte auch in die Richtung gehen. Jetzt formuliere ich die Frage ein bisschen um. Was schwebt Ihnen davor? Wie könnte der Strafenkatalog aussehen? Welche Strafen schweben Ihnen davor? Geldstrafen bis zu, wohin kann das gehen? Zum Beispiel bei Mobbing im Netz, bei Verleumdungen, bei Dingen, die Sie eben angesprochen haben, was sich ja doch auf einiges bezieht. Und dann habe ich noch eine andere Frage an die Frau Edtstadler, und zwar, weil das heute Thema geworden ist, jetzt melden sich einige Hilfsorganisationen punkto Pflegerinnen, die eventuell eingeflogen oder eingefahren werden wieder müssen in der Zukunft durch diese Grenzschließungen bzw. diese Reisewarnung zu Rumänien. Was schwebt Ihnen davor, bzw. wie wollen Sie dieses Problem lösen, auch wieder mit Sonderzügen? Wollen Sie einen eigenen Pflegekorridor schaffen für diese wichtigen Arbeitskräfte? Also ich habe ein paar Normen auch erwähnt. Es geht nicht immer um den Strafrahmen, es geht auch insbesondere darum, die bereits derzeit bestehenden Strafnormen so anzupassen, dass es beispielsweise für Hass und Gewalt im Netz bereits greift. Wenn Sie sich die Verhetzung anschauen, die Verhetzung ist derzeit, kommt nur dann zur Anwendung, wenn man gegen eine ganze Gruppe hetzt. Was wir aber im Internet immer wieder beobachten, dass wenn bereits eine einzelne Person aus dieser Gruppe Hass und Hetze erfährt, auch die soll unter den Paragraphen, unter der Hetze quasi ihr Recht geltend machen können. Das ist auch bereits in Deutschland so. Cybermobbing beispielsweise, das steht derzeit im Gesetz, dass mehrmaliges Hochladen von beleidigendem Material erst dann zur Strafbarkeit führt. Wir sehen aber immer wieder im Netz, dass auch einmaliges Hochladen bei der Betroffenen schon psychische Schäden auch auslösen können, muss man fairerweise sagen. Und auch das sollte deswegen in diesem Straftatbestand auch aufgenommen werden. Auch wenn Ihre zweite an mich gerichtete Frage jetzt nichts mit Hass im Netz zu tun hat, beantworte ich sie dennoch gerne, weil es natürlich ein Thema ist, das viele auch beschäftigt. Ich glaube, wir haben eine grundlegend andere Situation jetzt als damals in der Hochphase der Krise, als wir wirklich vor geschlossenen Grenzen standen, wo keine Durchfahrmöglichkeit durch Länder wie Ungarn auch geboten war, nicht möglich war und wir einfach versucht haben, eine Möglichkeit zu finden, auch den Transport zu ermöglichen. Jetzt haben wir die Situation, die Sie angesprochen haben, dass wir gestern bei drei Ländern Reisewarnstufe 6, also der Außenminister, auch verhängt hat, weil die Situation bei Covid und die Infektionszahlen angestiegen sind und einfach eine entsprechende Gefahr für die Gesundheit auch der Menschen in Österreich, der zu Pflegenden, genauso wie für alle anderen eben ausgeht. Das heißt aber nicht, dass es komplett geschlossene Grenzen gibt und dass es keine Möglichkeit zu reisen gibt. Insofern müssen natürlich auch Betroffene davon
in den von Ihnen angesprochenen Betreuerinnen, genauso wie solche, die betreut werden, sich entsprechend auch erkundigen, wie die Möglichkeiten sind. An die Reisewarnungen sind auch Konsequenzen geknüpft, nämlich 14 Tage Quarantäne oder ein Test. Ich habe natürlich heute auch medial wahrgenommen, was daran für Forderungen jetzt geknüpft sind, dass man die Tests ermöglicht. Ich denke, da stehen ja auch in vielen Fällen Agenturen dahinter. Da wird man versuchen, auch hier dann eine Lösung zu finden, dass die Betreuung gesichert und ohne Gesundheitsgefährdung auch stattfinden kann. Aber die Situation noch einmal ist eine andere, als sie damals in der Hochphase der Krise war. Nein, das ist jetzt überhaupt nicht in meinem Zuständigkeitsbereich gelegen, aber das Thema liegt am Tisch. Vom Profil die Frau Schweiger mit der nächsten Frage, bitte. Ich habe eine Frage zunächst mal vielleicht an die Frau Raab, aber wer immer dazu was sagen möchte, es klingt so einfach, wir verbieten jetzt Hass und Beschimpfungen und Mobbing im Internet. Andererseits ist es natürlich ganz schwer auch Definitionssache und auch wird auch davon abhängen, wer was jetzt als Beleidigung empfindet. Wie werden Sie es denn definieren? Was ist Hass, was geht dann nicht mehr, was ist eine Beleidigung und was ist gerade noch drin? Wie haben Sie das vor zu machen? Es ist natürlich ein schwieriges Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, weil es gibt ein Verfassungsrecht auch auf Meinungsfreiheit, das es zu wahren gibt, aber gleichzeitig gibt es eben auch den Persönlichkeitsschutz, die Persönlichkeitsrechte, die persönliche Integrität. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, auch sozusagen im Austausch mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen, was das Upskirting betrifft. Man sieht hier, dass hier eine Jugendkultur entsteht, wo eben immer wieder auch immer jüngere Burschen sozusagen Fotos unterm Rock machen, Fotos von Ausschnitten machen. Und das ist irgendwie ein Trend. Und dadurch, dass es nicht verboten ist, glaubt man, es ist eh in Ordnung. Und ich glaube, dass da so dezidierte Verbote natürlich helfen werden, um die Mädchen vor dem Eingriff in ihre körperliche und sexuelle Integrität zu schützen. Und ja, in anderen... Ja, natürlich, aber es muss ja immer auch das Recht zwei Komponenten mit einbeziehen. Zum einen geht es ja darum, dass auch die subjektive Komponente und das subjektive Leidtragen des Opfers irgendwo Abbild findet. Das geht ja auch, und zum Zweiten geht es natürlich um eine Generalprävention auch. Also wir wollen schon auch ein starkes Signal setzen, dass Delikte, Hass und Gewalt im Netz, wenn man sie im Netz macht, dass das nicht einfach Delikte sind, die aufgrund der Anonymität nicht strafbar sind. Also wir wollen ja ein neues Bewusstsein schaffen, wo aber natürlich auch die subjektive Perspektive der Betroffenen Eingang findet. Ja, es ist ein schwieriger Bereich, auch als Juristin weiß ich das, in der Abwägung unterschiedlicher auch verfassungsrechtlicher Grundrechte, aber aktuell gehen die Rechtsvorschriften zu wenig auch auf die subjektive Komponente ein, bilden zu wenig auch die Gewalttatbestände im Internet ab und das werden wir ändern. Ich darf da vielleicht noch hinzufügen, der Umstand, dass Sie heute hier drei Regierungsmitglieder sehen, zeigt auch, wie breit es ist. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist auch, dass es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, der wir uns alle stellen müssen, in all seinen Facetten. Es braucht die Diskussion, die Klubobfrau hat es auch angesprochen, wenn jemand betroffen ist, dass man auch Zivilcourage walten lässt, dass man jemanden darauf hinweist, dass es nicht ist. Dann gibt es natürlich die verwaltungsstrafrechtlichen oder strafrechtlichen Konsequenzen und da spreche ich als ehemalige Strafrichterin natürlich auch davon, dass es sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt manchmal Beweisprobleme gibt, in der virtuellen Welt wohl weniger, wenn jemand so ganz direkt das äußert. Und weil Sie fragen, was ist denn dann eigentlich Gewalt, wo beginnt es, was ist eine Beleidigung, dafür gibt es schon sehr klare rechtliche Vorgaben auch im Strafgesetzbuch, genauso wie in Verwaltungsstraftatbeständen, wenn es um Bilder geht, um heimliche, und das kann man sehr wohl sehr klar regeln. Aber ich darf das noch einmal hervorheben. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Es betrifft die Frauenministerin im Zuständigkeitsbereich, es betrifft mich in meinem Zuständigkeitsbereich mit Medienverantwortung, Plattformen, es betrifft die Justizministerin und es sind da draußen Tausende von Frauen, die nicht so eine dicke Haut haben wie wir, die wir uns in der Zwischenzeit die schon zugelegt haben, sondern die einfach wirklich davon getroffen sind. Aber ich darf auch sagen, dass es auch als Politiker sozusagen nicht immer einen gleich guten Tag geht, wo man das so wegsteckt und daher die Betonung auf gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Ich würde auch noch gerne ergänzen, ich glaube, es gibt da immer ein kleines Missverständnis. Die allermeisten Dinge, über die wir hier reden, da gibt es Judikatur dazu. Beleidigung ist nicht was, was jetzt erst auftaucht, seitdem es das Internet gibt, sondern das hat es davor auch schon gegeben. Und wir haben tausende ausjudizierte Fälle in diesem Bereich und die Gerichte sind es gewohnt, diese Abwägungen zu treffen. Da braucht es keine neuen Definitionen jetzt per se, es braucht ein paar neue Instrumente, insbesondere was jetzt zum Beispiel das Upskirting betrifft.
Aber die grundsätzliche Frage, was ist als beleidigend zu werten, was ist als Nötigung zu werten, was ist als Drohung zu werten, dazu gibt es breite Judikatur, die da natürlich heranzuziehen ist. Die Presse, Herr Manfred Seh, bitte. Ja, Frau Bundesministerin Zadic, Sie haben von einer Ermittlungspflicht gesprochen bei Asimnetz, sofern es eine gewisse Ausformung erreicht hat. Heißt das konkret, dass zum Beispiel das Delikt üble Nachrede zum Offizialdelikt wird und dass dann der Staatsanwalt von Amts wegen ermitteln muss? Konkret müsste er dann soziale Medien von sich aus durchforsten, ob er etwas findet. Die erste Frage und die zweite Frage ganz kurz. Die Ermittler werden aufgestockt, habe ich es richtig verstanden? Also mehr Polizeikräfte, mehr Staatsanwälte? Also vielleicht zu Ihrer zweiten Frage. Wir haben ja jetzt im heurigen Budget auch mehr Staatsanwälte bekommen und die werden wir auch gezielt ansetzen, daher einsetzen und daher gibt uns das schon die Möglichkeit, gewisse Gruppen bzw. Kompetenzzentren zu bilden, wo genau diese Themen verstärkt auch behandelt werden und wo auch in diesem Bereich verstärkt ermittelt wird. In dem Budget wurden 30 Staatsanwälte, zusätzliche Staatsanwälte rausverhandelt und diese 30 Staatsanwälte wurden über die Staatsanwaltschaften verteilt. Diese 30 sind jetzt aber nicht speziell für Hass im Netz. Sie wissen, wir haben auch andere Herausforderungen, aber 30 Staatsanwälte hat es mit dem heurigen Budget gegeben. Viele Stellen davon wurden ja auch bereits besetzt. Also ich freue mich, dass die Staatsanwaltschaft hier auch wirklich aufgestockt wurde. Zu Ihrer ersten Frage, das war tatsächlich auch ein Thema, mit dem wir uns in der Arbeitsgruppe intensiv beschäftigt haben. Ziel ist es nicht, ein Offizialdelikt aus der üblen Nachrede zu machen, denn es soll ja natürlich jeder, der das Gefühl hat, er ist beleidigt worden, das zunächst beantragen. Aber was sehr wohl das Ziel ist, dass wenn, gerade bei Hass im Netz, weil es auch so häufig vorkommt, wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass nicht die Person selbst verantwortlich ist für das Ausforschen der Täterinnen, sondern wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass mit einem Antrag bei Gericht quasi eine Ausforschungsmöglichkeit beantragt werden kann. Und dadurch kann man auch Kosten sparen. Und wenn ich da noch was hinzufügen darf, vorgelagert, vor jeder wie immer gearteten Verfolgung, strafrechtlich, verwaltungsbehördlich, die Möglichkeit, was tun zu können. Die Frauenministerin hat zuerst darauf hingewiesen, zu Recht, dass man nichts machen kann, wenn sowas Diffamierendes zum Beispiel im Netz steht, das nicht greifbar ist in einer Definition, wie Sie auch zuerst angesprochen haben. Aber was man in Zukunft machen können muss, ist das, was wir vorhaben mit einem Plattformverantwortlichkeitsgesetz, das zu löschen, die Plattformen erreichen zu können und rasch eine Löschung runter und vornehmen zu können, damit es herunten ist und damit das Internet das nicht weiter verbreitet. Servus, die Frau Neuhuber, bitte. Ich habe drei Fragen. Zuerst an die Frau Edstadler. Sie haben es vorhin angesprochen, das Thema der Karikatur in den oberösterreichischen Nachrichten. Da eine Nachfrage, was soll denn Satire Ihrer Meinung nach in Zukunft dürfen und wo soll man sozusagen dann die Grenze ziehen? Das ist verletzend. Da gibt es ja auch laute Rufe aus der Medienbranche selbst. Man würde dann Kunst, Kultur einschränken sozusagen. Deswegen gerne, wie würden Sie das definieren? An die Frau Maurer sehr gerne, weil ich glaube, Sie haben diese Frage schon oft erhalten, können sich damit auch identifizieren. Man kriegt oft gehört, Politiker, Politikerinnen müssen das ja aushalten, sie stehen ja in der Öffentlichkeit. Wie geht man mit sowas um und wie sehen Sie das? Und noch an die Frau Raab, was ist denn der Unterschied da genau zwischen Männern und Frauen? Ich erinnere mich an zum Beispiel Karikaturen von unserem Bundeskanzler, wie er mit heruntergelassenen Hosen sozusagen dasteht. Was ist der Unterschied zwischen Frau und Mann hier genau in dem Thema? Warum wird das bei Frauen oft nochmal ein bisschen anders aufgegriffen? Dankeschön. Also angesprochen hat, glaube ich, die Justizministerin zu Wort gemeldet. Dazu hat sich gestern auch die Frauenministerin, aber natürlich habe ich auch eine Meinung dazu. Freiheit der Kunst ist ein Grundrecht, so wie auch die Meinungsäußerungsfreiheit. Und ich habe es im Eingangsstatement auch angesprochen. Grundrechte sind zu gewährleisten. Wir sprechen von Grundrechten, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention stehen, die auch im Verfassungsrang stehen in Österreich. Aber Grundrechte können einander natürlich auch widersprechen. Es gibt gewisse Grenzen. Also auch die Freiheit der Kunst ist nicht grenzenlos. Und ich weiß das auch aus der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, da gibt es seitenweise Ausführungen in Urteilen auch, wo dann abgewogen wird, was ist noch von der Freiheit der Kunst umfasst und was geht jetzt dann in die Verletzung der Persönlichkeit, der Ehre hinein. Da gibt es auch aus Österreich Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo das abgewogen wird. Für mich persönlich endet es einfach dort, wo es Sexismus ist, wo es Diffamierung
diffamierend ist, wo es beleidigend ist. Und ich glaube, da sollte man eine Grenze ziehen. Und manchmal muss man sich vielleicht schon auch fragen, wenn man Karikaturen anschaut, ob Frauen hier anders dargestellt werden, wo man schneller einmal eine Grenze zum Sexismus überschreitet, indem man sagt, na, das ist eh immer noch umfasst von Satire, als bei Männern. Es gibt auch andere Beispiele, wie Sie es angesprochen haben, aber Sexismus, diffamierend, da ist irgendwo dann eine Grenze erreicht. Bei dieser Karikatur ja vor allem auch, was die überhaupt heißen hätte sollen. Also es ist vor allem extrem geschmacklos und damit sollte sich die Redaktion wohl dringend auseinandersetzen. Das gilt natürlich auch für andere Redaktionen bei solchen Karikaturen. Aber zur anderen Frage, Politikerinnen stehen in der Öffentlichkeit, sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und tragen extrem große Verantwortung. Ich bin Abgeordnete und Klubobfrau, die Kolleginnen sind Ministerinnen. Wir tragen sehr viel Verantwortung dafür, wie diese Republik gesteuert und gestaltet wird. Und das ist natürlich extrem relevant für die Bevölkerung. Und dementsprechend sind Unmutsäußerungen gegenüber Politikerinnen und Politikern jedenfalls zulässig. Also wir werden uns beschimpfen lassen müssen. Das ist in einer Demokratie ein Grundprinzip. Aber natürlich gibt es Grenzen und natürlich sind auch hier die Grenzen höher als für andere Personen. Auch dazu gibt es entsprechende Judikatur. Man muss sich als Person mit großem Einfluss mehr gefallen lassen als andere. Aber das, womit wir, also es gibt verschiedene Abstufungen. Genauso wie wir jetzt, was den Hass im Netz betrifft, unterschiedliche Abstufungen. Manche Sachen wird man auch weiterhin nur mit Zivilcourage bekämpfen können. Manche Sachen werden wir zivilrechtlich mit Löschungen, manche mit strafrechtlichen Maßnahmen bekämpfen können. Und dasselbe gilt für mich in der Kommentierung von Politik. Ja, also da sind manche Dinge geschmacklos und manche Dinge sind klagbar. Und dort, wo sie klagbar sind, dort gibt es halt dann auch die entsprechende Judikatur. Aber es ist natürlich ein Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger, sich abfällig über ihre Politikerinnen zu äußern. Wir tragen eine große Verantwortung und das geht damit einher. Was ich allerdings, und das zieht sich durch und ich habe das Gefühl, es ist eine Wellenbewegung, es war schon mal besser und jetzt wird es wieder schlechter. Also wie die Politikerinnen auch dieser Regierung kommentiert werden, das was die Karikatur zu Randy Wagner gestern, auch zum Beispiel, um das anzusprechen, die Meldung des Chefredakteurs des Journals, der Journalist, der verweigert hat, also der auf eine Diskussion, ob man nicht den Titel des Branchenmagazins ändern sollte, geantwortet hat, na, wenn 100 Abos mehr sind, dann ändert das. Also da glaube ich, gibt es schon insgesamt auch auf Medienseite, auch in der öffentlichen Debatte, wäre es gut und wichtig, denn die Diskussion über den Sexismus in der Kommentierung der Politik doch wieder aufzunehmen und sich deutlich vor Augen zu führen, was denn jetzt wirklich die Kommentierung der inhaltlichen Kompetenz oder der politischen Vorgaben und Einschätzungen ist und was tatsächlich sexistisch ist. Und da ist nicht ganz trennscharf, finde ich, auch in der Kommentierung, in Leitartikeln etc. Also zu Ihrer Frage, erstens, Karikatur hin oder her, das ist eine sexistische, unerträgliche Darstellung, die wir gestern gesehen haben. Zweitens, ja, es gibt auch extrem geschmacklose Karikaturen für Männer, aber ich bin erstens Frauenministerin und meine Aufgabe ist es, Frauen auch vor Gewalt, vor Hass und vor Sexismus zu schützen. Und zum Zweiten, Sie können mir glauben, es ist schon wichtig, dass wir hier den Finger in die richtige Wunde legen, weil Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und Sexismus ist etwas, das eben in der überwiegenden Mehrheit der Fälle Frauen betrifft. Und deshalb ist es schon unsere Aufgabe, daher stehen auch hier vier Frauen, unsere Aufgabe, hier den Finger in die richtige Wunde zu legen und auch sozusagen den gesellschaftlichen Diskurs in die richtige Richtung zu prägen. Ich bin froh, dass sich im Laufe der Jahre einfach die Sensibilität auch im Umgang mit Sexismus, die Sensibilität auch im Umgang mit der Diskriminierung von Frauen aufgrund des Geschlechts einfach verschärft hat, verbessert hat, also geschärft wurde und verbessert wurde und den Weg möchten wir gerne alle weitergehen. So, dann Wiener Zeitung, bitte. Bezüglich der Plattformverantwortung wird es da wie in Deutschland Bußgelder geben, wenn die Postings in einer gewissen Zeit nicht gelöscht werden oder hofft man da eher auf den Goodwill der Anbieter?
Also ich war Strafrichterin und ich weiß, wenn es keine Sanktionen gibt, dann ist die Neigung, sich an Vorgaben zu halten, meist weniger groß ausgeprägt. Das heißt, wir geben und werden ganz klare Rahmenbedingungen vorgeben. Wir werden vorgeben, dass es Ansprechpartner geben muss, dass rasch gelöscht werden muss. Und wenn das nicht erfolgt, dann wird es auch Sanktionsmöglichkeiten geben müssen. Es gibt in Deutschland ein Gesetz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wo jetzt auch Nachbesserungen vorgenommen werden, damit es eben zu keinem Overblocking kommt. An diesen Erfahrungswerten, die es da schon gibt, werden wir uns sicher orientieren. Aber jedenfalls, was für mich klar ist, dass es eine Möglichkeit geben muss, rasch hier einen rechtswidrigen, beleidigenden, diffamierenden Zustand wegzubekommen, aus dem Netz zu bekommen, mit allen Möglichkeiten, das auch durchsetzbar machen zu können, weil sonst hätte es keinen Sinn. Danke. Gibt es noch jemanden, der noch nicht dran war? Dann gibt es noch jemanden, der schon dran war. Und noch eine Frage hat der Herr Jentsch. Letzte Frage. Hass im Netz reflektieren wir jetzt vor allem gegenüber Frauen. Ist ja die größte Bevölkerungsgruppe, verstehe ich auch richtig. Aber es gibt ja eine Bevölkerungsgruppe in Österreich, die seit 1000 Jahren mit Hass konfrontiert ist. Inwiefern spielen hier auch antisemitische Beleidigungen und antisemitischer Hass auch eine Rolle in der Gesetzgebung dann? Wir alle kämpfen für eine Gesellschaft frei von Extremismus und Antisemitismus, frei von Hass. Das ist die große Vision. Ich habe es auch gesagt, das lässt sich nicht auf Knopfdruck einstellen und abstellen, aber wir müssen jeden Tag danach trachten, dass wir denen, die sich nicht daran halten, was in einer freien, liberalen Demokratie möglich ist, auch tatsächlich mit Sanktionen belegen. Und Sie wissen, dass ich seit vielen Jahren gegen Antisemitismus ankämpfe, auf verschiedensten Ebenen das schon getan habe. Und natürlich ist Hass, Extremismus, Antisemitismus etwas, was wir versuchen abzustellen im Idealfall, aber jeden Tag dagegen ankämpfen. So, danke. Eine. Entschuldigung. Antisemitismus ist ein widerliches Phänomen und wir beobachten, dass gerade im Netz antisemitische Meldungen immer wieder vorkommen und sogar im Steigen begriffen sind. Und auch mit diesen Maßnahmen wollen wir genau diese Probleme angehen, weil es muss, wie die Ministerin auch gesagt hat, wir können das nicht auf Knopfdruck abstellen, aber wir müssen Maßnahmen dagegen setzen, damit das auch rasch abgestellt werden kann. Danke, dann noch eine Frage. Puls 4, bitte. Meine Frage geht an Frau Edstadler und Frau Sadic. Es geht nochmal um die Täterausforschung. Inwiefern wollen Sie dieses Problem lösen, punkto Auskunftsbegehren gegenüber sozialen Netzwerken, dass man da tatsächlich Täter ausforschen kann? Also punkto auch IP-Adresse, was wird da dann eingefordert? Oder? Na, also vorgelagert ist natürlich das Inpflichtnehmen der Plattformen, dass es hier auch Möglichkeiten gibt, Dinge herunterzunehmen oder auch zu erfragen, wer steckt dahinter. Das wollen wir eben rechtlich, in rechtlichen Rahmenbedingungen lösen und vorgeben. Das ist höchst an der Zeit, weil im 21. Jahrhundert natürlich diese Möglichkeiten sehr genutzt werden und das ist dann auch etwas, was der Justiz zur Verfügung stehen sollte in der Verfolgung. Also wir haben auch in den letzten Jahren beobachtet, dass gerade staatsanwaltschaftliche Anordnungen auch nicht immer sehr rasch bearbeitet werden von den großen Plattformen. Das soll und muss sich ändern, weil die Ermittlungsarbeit muss funktionieren. Und wir müssen auch in Gespräche treten mit den Telekommunikationsanbietern, denn es muss möglich sein, die Personen, die im Netz aktiv sind, auch insbesondere wenn es um gravierende Straftaten geht, Morddrohungen und auch terroristische Aktivitäten, dass man hier die Täter ausforscht. Okay, danke schön. Soweit ich sehe, gibt es keine weiteren Fragen. Dann gibt es jetzt noch die Gelegenheit, ein Foto zu schießen, beziehungsweise für die TV-Kameras. Ich darf die Damen von der Regierung, vom Parlament bitten, nach